Die Mara ähnelt im Sitzen einem Hasen und im schnellen, flüchtenden Lauf mit hohen Sprüngen einer Antilope. Sie läuft im Passgang wie ein Kamel. Trotz all dieser Ähnlichkeiten ist sie jedoch mit dem Meerschweinchen verwandt. Von allen Nagetieren ist die Mara mit ihren langen Beinen und hufartigen Füßen am besten an das Laufen angepasst. Auf der Flucht kann sie 2 Meter weite Sätze machen und erreicht bis zu 45 Stundenkilometer. Diese Anpassung ist im weiten Grasland ihrer Heimat ein Vorteil. Maras sind tagaktiv und leben in geselligen kleinen Trupps. Sie wohnen in Erdhöhlen, die sie selbst graben oder von den verwandten Wischkassas übernehmen. In freier Wildbahn sind sie argwöhnisch, verlieren aber in menschlicher Obhut schnell ihre Scheu.